Hallo Freunde Videospiele und willkommen zurück bei Mario Kart DLC Pack 1, nenne ich es mal. Und ja, dann machen wir doch mal den zweiten Grand Prix und nehmen wir mal einen anderen Charakter. Nehmen wir mal hier, nehmen wir mal den Tanuki Mario. Was sagt denn die Peach? Sagt die Katze? Okay, sie sagt Miau. Okay. So, dann nehmen wir auch mal hier den Tanuki Buggy dafür. Ja, lassen wir das. Ja, das sieht doch gut aus. Nehmen wir. Und das ist der Triforce Cup. Okay, starten wir den doch mal. Dann schauen wir doch mal, was im Triforce Cup so Tolles ist. Marios Goldmine. Ach, das ist vom Wii. Oh ja, Kart fühlt sich doch direkt schon mal besser an. Für mich. Wow. Diese Fledermäuse hatten gerade ein Gesicht wie ein Mugel aus Final Fantasy. Sah für mich so ein bisschen aus. Eieiei. Oh, da war eine rote hinter mir. Oh ja. Na, ah, schon wieder eine rote. Mein Gott. Habt ihr auf mir abgesehen? Oh, okay. Ich dachte, man fällt da runter. Vom Gesicht her? Schon so ein bisschen wie ein Mogel. Ja, war ja klar. Ha, cool, er hat hier eine... Ach, das ist das Geräusch der... Okay, cool. Das Geräusch der Hupe. Ja, ich weiß, manchmal beende ich meine Sätze nicht. Das ist quasi das Geräusch, wenn man ja, den Tanuki-Suit benutzt in einem Mario-Spiel, zum Beispiel Mario 3. Mal gucken, was ich hier irgendwo. Also ich glaube, da ist eine. Au! Eine Abkürzung direkt hier gleich. Probiere ich doch mal da einfach reinzufahren. Na super, jetzt sehe ich nichts. Hier links fahre. Hier. Aha. Ja, dann sollte ich vielleicht auch die Boostfelder bekommen. Dann lohnt sich das auch. Ah, dritter Platz. Ist okay. Marios Goldmine. Oh, die Rainbow Road aus dem Super Nintendo. Das ist ja mal cool. Ja, yay. Nicht raus. Oh, zum Glück. Ah. Gab's überhaupt damals das Driften im allerersten Teil? Weiß ich gar nicht.
Och, das ist unfair. Doch, natürlich. Was erzähl ich denn davon Quatsch? Oder? No knows. Nein, aber ja klar. Auf einer Rainbow Road muss man mindestens einmal runterfallen. Sonst ist es keine echte Rainbow Road. Oh, verdammt. Habe ich probiert zu bremsen. Hey, keinen Stress hier machen. Oh, einen lasse ich mit. Ja. Und was hat mich da eben getroffen? Oh, hätte die mich beinahe runtergeschmissen. Glaub's ja nicht. Dieser Sonntagsfahrer. Schreif Polarkreis. Okay. Das ist eine neue Map wieder. Ich bleibe auf der Strecke, ja. Ach, da war eine Abkürzung da rechts. Aber Louis hat sie genommen. Also. Anderer Weg war offen. Ob es eine Abkürzung ist, ist immer die Frage. Aber ich vermute mal schon. Weil sie ja nicht so einfach zu sehen war. Ah. So, dann fahre ich mal jetzt auf der anderen Seite. Hey! Ich habe mich gerade angehupt. Ich versuche mich auch anzuschießen. Oh mein Gott! Der hat mir meine Schildkröten weggenommen. Arr. Diese Jugend am Steuer. Alles Raudis. Boah. Der hatte Superstern und die Bombe. Wie fies ist das denn? Ja, mach mal Platz. So. Ah, jetzt haben wir gar nicht. Ja. Jetzt habe ich gar nicht probiert, diese Abkürzung zu machen. Jetzt habe ich Pilze. Mal gucken. Keine Ahnung, ob man dafür Pilze braucht. Ja. Die war wie für mich geschaffen. So, hier rechts irgendwo. Ah, oh, jetzt. Da, jetzt. Ja. Danke für den Tintenwisch. Oh, ich bin Siebter. Ah, läuft hier nicht so gut die Strecke. CPU ist gerade extrem aggressiv. Fünfter Platz. No problem, sagt Mario. Naja. Dritter.
Die sah einfach aus, die Strecke, aber irgendwie der CPU, der drehte da durch. Und da haben wir Hyrule Piste. Die letzte Map. Strecke. Ich sag immer Map. Und man sammelt hier Rubine. Oder Rupien. Wie geil. Also das ist ja mal cool, dass man hier jetzt keine Münzen sammelt. Und natürlich die Musik. Son of a bitch. Was ist das? Ah, das sind diese Dinger, okay. Also hier ist ja echt alles verändert. Und das Master Sword. Wuhu! Ich hab's angefasst. Das ist wirklich so eine Fanservice-Strecke hier. Wäre cool, wenn man hier jetzt noch irgendwie andere Items hätte. Nach dem Motto, der Boomerang würde anders aussehen und die Schildkrötenpanzer würden anders aussehen. Oh mein Gott, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wenn man ein Item bekommt, achtet mal auf den Sound. Ich lass das mal ablaufen jetzt. Aha, wie geil. Da kommt das... Der Sound-Jingle quasi, wenn Link eine Kiste findet. Sehr cool. Wow! Ach, man musste die Rampe in der Mitte mal aktivieren, wenn man diese Kristalle alle getroffen hat. Deswegen kam auch immer dieses Geräusch, wenn man ein Secret findet. Oh, und ich dachte mir immer so, warum fahren die alle außen rum? Ah, jetzt verkacke ich gerade extrem, ja. Oh, das ist ja eine coole Strecke. Sie ist zwar sehr kurz, aber das ist cool gemacht. Wirklicher Fans ist, oh mein Gott, nicht mal der dritte. Ja, die Ergebnisse sind natürlich sehr toll. Na gut, aber das war ja auch eher ein Video, um euch zu zeigen, wie die neuen Strecken aussehen. Und wenn ihr Mario Kart habt und dieses DLC-Paket nicht gekauft habt, kauft es euch. Es lohnt sich hundertprozentig. Ich glaube, 8 Euro kostet ein Paket und wenn ihr beide zusammen kauft, kosten sie nur 12. Das ist es total wert. Ja, ja, schade. Also ich kann nur sagen, wenn ihr das Spiel besitzt und ihr wartet, um überlegen, ob ihr DLC haben wollt, überlegt nicht. 12 Euro, ihr kriegt beide Pakete und das zweite Paket kommt, glaube ich, nächstes Jahr erst, aber trotzdem. Es ist total wert. Es sind 8 neue Strecken, 3 neue Charaktere, ich glaube 5 neue Fahrzeuge, also kann man nicht meckern. Also das hat Nintendo und DLC, die wissen, was sie tun. Ja, und das war's dann erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Video. Danke, tschüss.